Schönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz mit Trainer Lucien Favre. Lucien, erstmal dein Kommentar zum Spiel, würde ich sagen. Ja, guten Abend. Es war sehr schwer am Anfang an, sehr, sehr schwer. Wir haben gepresst, aber sie haben auch sehr gut gepresst. Und es war sehr aggressiv, ihre Pressing war sehr, sehr aggressiv. Und es war schwer für uns, den Ball zu kontrollieren. Und nach 25 Minuten, es war besser. Noch schwer, aber es war besser. Wir konnten mehr spielen und nachher wir haben ein Tor gemacht und mehrere Möglichkeiten schon vor der Halbzeit die 2-0 zu machen, ich denke auch. Und nachher, wir machen ein Tor sofort, der erste zweite Minute in der zweiten Halbzeit. Es war perfekt und nachher, die Mannschaft hatte noch mehr Vertrauen und hat das Spiel am Ende klar 4-0 gewonnen und verdient gewonnen. Danke, Lucien. Wir machen weiter mit den Journalistenfragen und beginnen bei Sebastian Kolsberger von der Bild. Herr Favre, im Januar haben Sie Gio Reyna zu den Profis geholt. Heute macht er ein überragendes Spiel, legt 3 Tore auf. Müssen Sie sich da manchmal selber die Augen ein bisschen reiben, dass das bei ihm so schnell geht und mit 17 Jahren, dass es schon so weit ist? Ja, natürlich ist immer eine Gefahr, aber wir kennen ihn sehr gut. Er war schon ein paar Monate mit uns vorher. Er hat offiziell angefangen, ich erinnere mich nicht, gegen Schalke. Nein, es war gegen Schalke, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, um ehrlich. Aber er war ein paar Monate mit uns im Training und wir haben seine Qualität natürlich gesehen. Und er muss einfach so weiterarbeiten. Ehrgeizig arbeiten und bleiben und natürlich ein 17-Jähriger, 18-Jähriger, man muss aufpassen und man muss ihm nicht, wie sagt man, brennen, weil ja, manchmal ist es zu viel, müssen aufpassen, deshalb er hat auch nicht gespielt in München und wir werden sowieso in die Zukunft rotieren und wir haben genug Möglichkeiten nach vorne zu rotieren. Und aber es wird gleich für alle Spieler, auch die jungen Spieler und die anderen Spieler. Sven Westerschulze von der Sportbild. Lucien, Sie haben gerade schon gesagt, die Mannschaft hat die ersten 25, 30 Minuten gebraucht, bis sie besser ins Spiel kam. Macht dann auch eigentlich mit der ersten Torchance, glaube ich, sofort das 1-0. Hat die Mannschaft dieses Führungstor gebraucht, um befreiter zu spielen? Oder wie sind Sie den Wechsel von vor dem 1-0 und nach dem 1-0 beschreiben, was Ihre Mannschaft betrifft? Ich habe nicht verstanden. Sorry. Ob die Mannschaft dieses Tor gebraucht hat, um befreiter zu spielen? Ja, natürlich, natürlich. Natürlich. Es ist, ist wichtig, ist, man sagt Gio. Reina hat den Ball beschleunigt und spielt für Haaland, aber vorher ist eine wichtige Balleroberung von Marco. Das war sehr, sehr wichtig. Und das macht der Unterschied. Nachher es hat die Mannschaft Vertrauen gegeben und nachher wir haben alles gesehen, wir konnten auch die 2-0 vor der Halbzeit machen. Wir haben für mich hier gut gespielt, aber wir können effizienter spielen. Für mich. Und, aber mit 1-0 ist ganz okay. Und wie gesagt, wir haben sofort die 2-0 gemacht. Es war noch besser für die Mannschaft. 2-0, es war fast entscheidend. Ja, klar. Wir gehen zu Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten. Sind die ersten 5 Pflichtspiele um? Pokalspiel, Bundesliga, Supercup. Das ist erstmal 2 Wochen Pause. Was haben Sie in den ersten Wochen schon gesehen von Ihrer Mannschaft? Und was sind Schwerpunkte für die nächsten Wochen im Training? Und wenn es dann im Oktober 3 Tage Ja, das Ziel ist, dass alle Spieler, ist ein großer Name, alle Spieler bereit sind, 90 Minuten zu spielen am Mitte Oktober. Wir machen unser Best.
Und wir haben noch Spieler, die sind noch nicht wieder zurück. Natürlich, sie sind noch verletzt. Wir hoffen, dass es schnell geht. Aber wir hoffen auch, ja, wir haben 10, 12 Spieler, die sind weg jetzt. Und das Programm ist sehr, sehr schwer. Freundschaftsspiel, sie werden das nicht alle machen, natürlich, aber nachher 2 Spiele und ja, die Belastung ist hoch, aber das ist so, wir müssen das akzeptieren, wir sind Profi und natürlich wir werden nicht viel im Training bleiben, so, weil wir haben noch Spieler mit U21, U19 und wir haben noch 8 Spieler, die sind da. Aber wir werden trotzdem ein Freundschaftsspiel machen. Samstag in einer Woche gegen Anderlecht. Gibt es dazwischen werden wir weiterarbeiten mit den Spielern, die da sind. Natürlich, ja. Gibt es weitere Fragen? Thomas Hennecke vom Kicker. Herr Favre, Sie haben die wichtige Balleroberung von Marco schon angesprochen vor dem ersten Tor. Marco ist bisher ein Spieler gewesen, der glänzt vor allem durch Tore, durch Torbeteiligung, Torvorbereitungen. Helfen ihm solche Aktionen auch, um wieder sein vormaliges Leistungsniveau zu kriegen? Selbstvertrauen? Ja, natürlich für ihn. Weil für mich, man sagt, es ist Gio, das Tor und Haaland, aber seine Balleroberung war sehr, 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 sehr wichtig und er macht das clever. Er ist sehr, sehr clever auch zu verteidigen, Marco. Er spürt die Situation hier und das ist sehr, sehr gut für die Mannschaft, für ihn natürlich, klar, aber auch für die Mannschaft, das ist das Wichtigste. Und es gibt ihm Vertrauen, natürlich, müssen weiter vernünftig sein, weil das ist, er hat noch nie einmal 90 Minuten gespielt seit Februar. Er hat Mittwoch 65 und heute 70 Minuten gespielt und wir müssen weiter vernünftig sein mit ihm. Sind Sie denn mit seiner bisherigen Entwicklung jetzt zufrieden nach der langen Pause? Ja, natürlich. Natürlich. Er hat schon in Bayern, er macht einen Pass für Haaland, der Pass für Brandt, Tor und noch eine Torchance für Haaland, wo er spielt. Tak, tak, und Haaland geht allein zum Tor und das war okay, das war ganz okay. Und er braucht Zeit, natürlich, du brauchst Zeit. Sven Westerschulze. Sie haben gerade die Länderspielpause jetzt schon angesprochen, es sind viele Spieler weg. Wenn die Spieler wieder zurückkommen, geht danach die Champions League los und es sind in 7 englische Wochen, 6-mal Champions League, einmal wieder Nationalmannschaftswoche. Wie gehen Sie jetzt mit den Spielern um, die hier sind? Werden Sie ein bisschen weniger trainieren? Werden Sie den Spielern jetzt mehr freigeben für die kommenden Wochen oder wie planen Sie? Nein, wir haben 2 Tage frei. Morgen wir trainieren, nachher wir haben 2 Tage frei und nachher wir machen weiter. Natürlich mit 7, 8 Spielern, du kannst nicht 2 Stunden machen. Ist normal. Und wir machen das anders. Wir machen viel technische Übungen. Wenn es möglich ist, ein wenig taktische Übungen und ja, es ist anders, natürlich. Das ist klar, sie sind weg, wir können, wir verstehen das, aber es wird viel machen für zum Beispiel Haaland hat 3 Spiele und 3 offizielle Spiele. Und das ist schon etwas und sie kennen Erling, ich will spielen. ja. Und das ist, ich habe es für alle Vereine, die haben Nationalspieler, ist ein wenig problematisch, aber wir sind okay damit. Es ist ganz normal, dass sie ihre Spiel machen und so. Und ja, nachher, wie gesagt, wir werden auch Meisterschaft oder Champions League rotieren. Wir müssen. Lucien, du kennst die Journalisten, sie wollen fragen. Und Jürgen Kors macht das auch jetzt. Merci, Nadir.
Kannst du ein bisschen lauter sprechen, Jürgen? Ja, eine taktische Frage. Wir haben gerade mit Christian Streich auch über die erste halbe Stunde gesprochen. Freiburg hat vorne fast Mann gegen Mann gepresst, ist sehr hoch rausgegangen. Das haben andere Mannschaften auch schon gegen den BVB versucht. Ja. Warum ist es schwer, dagegen zu spielen? Was müssen die Mannschaft daraus lernen, falls es der nächste Gegner auch wieder versucht? Ja, aber wir haben gelernt darüber, weil wir waren geduldig und wir haben unsere Nerven nicht verloren, diese 25 Minuten, weil es war schwer, enorm schwer, aber die sind nicht die Einzigen, die haben so gemacht gegen uns. Und heutzutage, ein Pressing ist fast überall, überall die Mannschaft pressen. Ja klar, das ist überall, nicht nur in Deutschland, es ist überall fast. Und es ist eine Waffe, ein Pressing. Das ist klar, du gibst weniger Zeit an die anderen, das Spiel zu machen oder zu kontrollieren. Aber es ist für mich Pressing und Balleroberung. Und beim Pressing, du musst nicht nur physisch sein, du musst physisch sein, aber du musst auch clever zu pressen. Du musst sehr clever zu pressen. Du musst deinen Linksfuß nutzen, deinen Rechtsfuß nutzen und du musst sehr, sehr clever, sehr intelligent sein. Es ist nicht nur physisch. Aber wir haben das ziemlich gut gemacht und wir sind ruhig geblieben. Wir wussten, sie können nicht so weiter, ja, und nachher werden wir ein paar Lücken finden. Die letzte Frage vor der Länderspielpause kommt von Sven Westerschulze, bitte. Ja, die letzte Frage, Lucien, geht auch nochmal auf die letzte Aktion des Spiels. Der Konter vor dem 4:0, Erling Haaland ist nicht nur dafür bekannt, dass er immer spielen will, sondern dass er immer Tore schießen will. Läuft er aufs Tor zu? Seien Sie ehrlich, was haben Sie gedacht, dass er selbst schießt oder haben Sie gedacht, er spielt ab? Wir haben sofort gesehen, wie Sie, ich denke, der Pass von Brandt schon, Balleroberung, Brandt spielt über die Abwehr, kein Offside und Haaland geht und er sieht schon, Felix Paslak ist in Anlauf und Erling konnte ein Tor machen noch. Aber er hat diese Ballen gemacht und ich finde das sehr, sehr gut. Es ist ein sehr gutes Signal für eine Mannschaft. Haben Sie denn gedacht, er schießt oder haben Sie gedacht, er legt ab? Nein, ich habe sofort gedacht, er gibt den Ball. Vielen, vielen Dank für das Interesse und eine schöne Länderspielpause wünschen wir. Bis dann, tschüss.